Und damit willkommen und hallo zu Seven vs. Wild Kanada, Folge 5, Sturmflut. Und es geht los. Fritz, hörst du zu? Hier geht es gerade um das Sicherheitsbriefing, damit ihr alle unversehrt wieder nach Hause kommt. Sicherheit? Ja klar, habe ich von gehört. Hier in der Wildnis lassen wir Vorsicht walten, aber auch im Internet sollten wir Vorsichtsmaßnahmen treffen. Das geht natürlich am besten mit NordVPN. Mit nur einem Klick bin ich sicher verbunden. Egal ob im tiefsten Wald oder im Café in der Stadt. NordVPN ist wie die zuverlässige Camouflagekleidung in der Wildnis des Internets. Es verschlüsselt die Internetverbindung auf all euren Geräten und tarnt eure tatsächliche Position. So könnt ihr sicher und geschützt surfen. Loggt ihr euch zum Beispiel ein fremdes WLAN ein, ist eine zusätzliche Verschlüsselung besonders wichtig. Und wenn es um Passwörter geht, gar kein Problem. NordPass hat alle Passwörter griffbereit, auch offline, wenn du im Wald bist. Du willst hier auf sichere Weise etwas herunterladen? Hier kommt der Bedrohungsschutz von NordVPN ins Spiel. Er schützt sich vor Bedrohungen und blockiert sie, bevor sie deinem Gerät schaden können. Jetzt fragst du dich bestimmt, wie du deine Online-Privatsphäre schnell sichern kannst. Ganz einfach und exklusiv gibt's nur für euch einen Deal, und zwar bei nordvpn.com/7vswild. Bucht ihr ein 2-Jahres-Abo, erhaltet ihr 4 Monate extra. Und mit der 30-Tage Geld-Zurück-Garantie kannst du es risikofrei ausprobieren. Aber das ist noch nicht alles. Nur noch bis zum 9. Januar 2024 habt ihr zusätzlich zu meinem permanenten Deal die Möglichkeit, eine besondere Aktion zu nutzen. Bei einem Kauf eines 2-Jahres-Abo erhaltet ihr einen Amazon-Gutschein im Wert von bis zu 30 Diese Kamerawinkel immer, ne? So verhaltet ihr euch, wenn ihr einem Wolf begegnet. Diese Wechsel. Welcher Wolf? Diese Wechsel immer, ey. Einzigartige Bilder, exklusive Hintergrundinfos und vieles mehr im offiziellen Bildband. Jetzt bestellen. So extrem ist jetzt auch wieder nicht, ne? Die Liebe, sag ich mal. Es ist einfach der Spot, es ist einfach geil. Keine Ahnung, was gerade passiert ist, aber es gab einen Motivationsschub. Wir haben keinen Wasserfilter dabei und können gerade kein Wasser kochen. Das ist so ein Krampf, da drin zu kochen. Spannung steigt. Ob wir mal einen Fisch rausholen? Das fühlt sich an als Tag 2. Das fühlt sich an, als hätten wir einfach keine richtige Option, Alter. Boah, die zwei, ne, wenn die jetzt rausgehen, das wär's natürlich. Jetzt noch die Sturmflut. Ausgesetzt in der Wildnis von Kanada kämpfen 7 Jetzt noch die Sturmflut dazu, da geben sie vielleicht auch, wenn es dumm läuft. Dann wäre meine erste Vorhersage schon. Mit stark begrenzter Ausrüstung müssen die Teams sich alleine gegen die unerbittliche erfüllt. Natur behaupten. Jawohl! Zusammenhalt und gemeinsam getroffene Entscheidungen bestimmen über Sieg oder Niederlage. Pass auf, pass auf! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt und nur ein Ziel. 14 Tage überleben. Willenskraft! Meint der Thomas Gast reagiert wieder drauf? Du kannst dich nicht bewegen. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen zurück, dann war's das. Die zwei bin ich auch, Alter, gespannt. Ich bin gerade psychisch das erste Mal so richtig, boah. Das ist eine Scheiße. Das ist die krankste Scheiße, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Mental knallt's gerade, ey. Die zwei bin ich aber gespannt. Das ist ein richtig geil, der Spot. Ja! Die schaffen's sowieso. Das Burnspray wird jetzt mal ein bisschen gelockert hier, Freunde. Die schaffen's sowieso, die zwei, also. Das ist gestört, krank hier lang zu gehen. Hilfe! Hey, Bär! Ho, Bär! Boah, ist das rough, ey! So eine Scheiße. Das ist so krass, Digga. Come on! Wir können stolz auf uns sein. Wir zeigen euch Survival. Seven vs. Wild Teams. Was gibt's noch für eine Steigerung? Ganz ehrlich, was können sie sich noch einfallen lassen für die nächste Staffel? Wenn es überhaupt eine gibt. Mehr geht ja nicht, ne? So, Freunde, wir sind hier dran. Wir sammeln hier alles an Holz, was wir so erstmal locker im Wald finden. Einen habe ich sogar abgesägt hier schon mal. Jo. Hat gut geklappt. Wunderbar funktioniert, der stand da vorne. Das meiste ist so schön, weil das alles schon tot ist. Also wir benutzen fast keinen Lebenbaum. Also bis jetzt, das klappt alles ganz gut. Haben hier unsere Sammelstellen und gehen gerade durch, was wir hier alles benutzen können. Und dann schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Himmel sieht gut aus, Sascha. Selbst wenn wir heute nur... Wir starten heute den Prozess. Weißt du, was ich meine? Ganz entspannt. Der trägt Bäume, der Mann. Bist deppert. Der trägt ganze Bäume durch den Wald. Ja, servus. Servus.
Mogis! Wir bauen das Ding. Wir bauen aus dem Wachturm wird der Leuchtturm. Das ist... Okay, Bauarbeiter Huber und Bauarbeiter Knossel am Start. Wir haben jetzt schon einige Bäume gefällt. So schaut unser Shelter jetzt mal aus. Schaut euch das an. Das wird super. Jetzt machen wir vielen von denen da. Ja, so längs. Dann hast du den quasi... Warte, wie machen die den? Dass sie da runter gucken können? Das heißt, von hinten hier ist er zu. Von hier hinten können schon mal keine wilden Tiere kommen. Von hier machen sie ihn wahrscheinlich zu, dass von hier nichts kommen kann. Aber von hier kann doch was kommen. Von da unten kann er nichts kommen, weil es müsste ja diesen steilen Berg da hochlaufen, diese Klippe, das geht ja nicht. Ja, das ist schon ganz schön schlau gemacht, so, ne? Dann hier schön die Dinger drüber, die, wäre ich gar nicht drauf gekommen an ihrer Stelle. Hier schön die die Zweige, die Äste drüber, dann noch schön mit Grünzeug alles, damit es einigermaßen dicht ist. Dinger machen da alles zu. Das sind legendäre Shelter. Da für Gepäck, erste Person, zweite Person, mehr als genug Platz. Und jetzt schneiden wir, was das Zeug hält. Wir haben schon einiges vorbereitet. Natürlich vorerst alles aufgesammelt, was wir gefunden haben, damit wir nicht so viel Arbeit haben. Dann schon jede Menge natürlich auch gesägt. Aber es geht weiter. Der nächste Baum steht an. Boah. Holzacker Knossel. Aus dem Rücken. Tippitoppi. Die Sonne kommt rein. Jetzt haben wir gleich aufs Helmknall. Ja. Jetzt ist nur die verbrannt, Alter. Komm, machen wir wechseln. Der verbraucht richtig Energie. Machen wir wechseln. Das darf nicht. Oh. Wo? Müssen wir bei dicken Bäumen wechseln wir uns ab. Okay. Also. Das letzte Stück macht der Sascha. Der kommt. Der kommt, Sascha. Der kommt, der fällt. Boah, Achtung, Augen zu. Ja, da hinten weg. Das Ding schlägt zu raus. Boah, Sascha. Fuck. Baum fällt. Ja, ist gut. Boah. Hams. Boah. Wow. Das ist aber kein Totholz. Ich hole den Balk und den Balken, unseren Abmessbalken, der genau die Größe haben muss. Oh, Sascha, wir müssen sofort Pflaster. Ja, nichts passiert, ist ein bisschen Blut. Dafür haben wir in unserer Tasche verschiedene Arten von Pflaster. Mückenstich. Ach, man darf es ja benutzen. Wunsch, ja. Die sind sehr gut, hä? Ja, waren sie umsonst? Ja? Wenig Mücken hier. Da sind kaum Mücken hier. Ach. Da können wir uns aber auch glücklich schätzen, oder? Ja, Traum. So, was haben wir hier? Mückenschutz, Mücken. Wir brauchen normales Abschneiden. Ich hole mit dem Stock an durch den Wald, so Stock, zack. Passiert, gell? Riecht es nach Fisch? Was bringt uns das, gell? Nix. Das Gefühl an unserer Stelle am Meer ist kein Fisch, gell? Ist ganz komisch, gell? Nur so kleine. Auch in den, wie heißt's? In den Löchern, in denen normalerweise nach Flut. Oh, fuck. Scheiße, soll ich noch abwischen, oder? Sonst klebt's nicht. Boah. Fuck. Okay. Siehst du's? Ja, klar, sehe ich's. Perfekt. Ach, shit. Ja, tut mir leid. Wo gehobelt wird, fallen Späne, oder? Ich glaube, trifft es hier ganz gut auf den Punkt. Ja. In diesem Sinne, weitermachen. Da brauche ich mal so kleine, runde Pflaster. Also der Scheiß hier brennt lichterloh, ist halt wenig. Ja, eben. Okay, soll ich anfangen? Legst du es rein? Ja. Mit dem Helm. Alter, der schmilzt doch weg. Das wirst du schön trinken. Ja. Die Außenschicht des Plastikhelms tropft runter. Wirklich. Ah, chillig dann. Der Buschbock ist echt krass, wie das Feuer da drin hält, ne? Scheiße, nee. Der ist kaputt gegangen. Ach nee! Den kann ich nicht abmachen. Kannst du die Buschbox irgendwie festhalten oder irgendwas reinstecken, dass ich die nicht hochziehe? Ja. Oh mein...
Alter, ernsthaft? Das fällt denen jetzt auf, dass Hitze Plastik schmelzen lässt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sorry, aber. Oh. Ein Helm verbrannt. Scheißegal, scheiß auf das. Ja, das war unser Versuch. Nicht geglückt. Aber wir haben noch 7 Tage Zeit herauszufinden, wie wir Wasser abkochen. Ja, Frischwasser. Frischwasser halt einfach irgendwo. Oder wir benutzen die tolle Superquelle. Das machen wir jetzt. Ich trinke direkt das Wasser aus der Quelle und guck, wie es mir geht. Let's go, komm. Fritz und Martin haben Wasserfilter dabei. Die wollten sich den ganzen Krampf mit dem Kochen nicht antun. Ja. Die haben drüber gelacht, dass wir 2-3 Mal am Tag Feuer anmachen müssen. Und wenn es regnet, können wir kein Wasser trinken, außer wir fangen Regen. Die haben uns ausgelacht. Aber wir wollten den Kochtopf machen, dass wir auch schön warme Brühe haben. Und am Feuer sitzen und den Stuff. Mhm. Schon wieder, Rumatra? Zeig die viel. Stopp. Ich muss die verstecken. So. Ich muss die verstecken. So viel. Warum machst du das? Ey, jedes Mal, wenn irgendwas schief läuft, kommt Rumatra und nimmt sich Maggi. Das muss so einen aus, halben oder? Monat halten. Das hält noch. So viel, Max. So das viel. Ist also wenn wir so viel wie heute machen, reicht das nicht. Du gehst doch ganz viel mal auf den Boden, tust immer. Du hältst deine Hand immer so schräg und dann fällt es runter. Okay, also wir sind jetzt das Team ohne Wasserfilter. Alter. Mit zu wenigen Reinigungstabletten. Und wir haben keinen Kochtopf dabei. Wir laufen jetzt den Strand ab und suchen irgendwas, wo wir heiße Steine reintun können, um Wasser zum Kochen zu bringen. Woraus wir trinken können. Die Boje nicht, die schneiden wir nicht auf. Wir werden so eine harte Boje. Davon haben wir viele tolle gefunden. Notfalls schneiden wir davon eine auf, die nicht zu alt ist. Und zusätzlich gehe ich drüben zur Quelle. Da kommt das Wasser aus den Kieselsteinen. Aus dem Sand kommt Wasser. Gefiltert. Das muss krass gereinigt sein. Ich probiere da mal einen kleinen Schluck. Wenn es mir damit besser geht, oder wenn es mir immer noch gut geht, probiere ich davon danach noch mehr und noch mehr und noch mehr. Vielleicht kann man das auch einfach trinken. Da ist direkt eine Quelle. Genau dieselbe Farbe. Ist das auch braun? Ja, ist das ein Bruch? Das ist auch braunes Sumpfwasser. Das können wir so nicht trinken. Ah, schade. Oder? Nee, können wir nicht. Aber wieso nicht? Toll. Gutes Zeichen schon mal. Es kommt direkt aus dem Sand und es schmeckt toll. Stell dir mal wirklich vor, wir können das hier unbegrenzt ausschöpfen und direkt trinken. Wenn, dann machen wir das ab Tag 7. Ja, auf jeden Fall. Aber testen müssen wir jetzt schon. Genau, wir können ja jetzt schon mal testen. Oder du testest gerne. Das teste ich. Ja gut, immer wieder hinlaufen und es holen. Wieso ist das braun? Stell dir mal wirklich vor, es wäre nicht braun. Wie cool wäre das jetzt? Das wäre richtig toll. Da kommt Wasser aus dem Stein, aus dem Sand kommt Wasser. Ja. Ich weiß nicht, warum es braun ist. Das toll schmeckt, es ist braun. Eine Scheiße. Also der sieht, ich sehe jetzt nicht, was an dem nicht frisch sein soll. Nee, der ist super, der ist frisch. Dass der frisch ist, steht außer Frage. Die Frage ist, ob du es essen möchtest. Ja, ich möchte es essen eigentlich. Dann hau mal rein. Wie viel soll ich essen, bevor ich dann aufhöre, wegen Magenverstimmung? Höchstens Test, mach mal. Ja, wie viel? Ich kann hier jetzt ein Stück abreißen und das esse ich dann. Sag. Das ist eine Kalorie. Sag doch. Ja, das sind. Es geht doch nicht um Kalorien. So. Ja, so. Und? Wie ist es? Ist nicht schlecht. Ich muss schon viel drauf rumfahren, weil es neu ist und unbekannt, aber
Echt? Alter, das ist eine epische Szene, wie du hier einfach Algen isst. So, zurück am Shelter. Sind die essbar? Wird Zeit, hier richtig fett reisig hinzupacken. Dann die ISO. Das ist so krass, dass sie die ISO-Matte gefunden haben, ne? ISO-Matte drauf, Regenjacke drauf, andere Jacke drauf. Ja. Dann haben wir ein richtig geiles Bett. Die sind schon ein weiter wie alle tolles. Anderen. So, wir hatten uns das Bett hier fertig gebaut. Hatten noch ein paar Sachen vor. Wir kommen nicht hoch. Es ist zu gemütlich und wir sind zu alle. Das war ein unfassbar kranker Tag heute. Kurzes Update von unserem Jägerbett. Es kommen jetzt überall so kleine Stöcke rein. Oh, überall Käfer. Damit das quasi wie so eine Drainage ist, wenn es doch regnet, beziehungsweise damit wir von der Feuchtigkeit vom Boden wegkommen. Hey, ich dachte, die machen hier noch Ding drüber. Lattenrost drüber, damit die Feuchtigkeit unten bleibt. Und dann wird hier alles schön mit Moos ausgestopft. Und vielleicht auch mit Zieder, also mit den Blättern davon und mit Fichte. Und dann ist das hier richtig gemütlich und weich. Was sagst du? Geil. Geil. Ach stimmt, wir haben ja Schlafsäcke dabei. Das heißt, da kommen noch Schlafsäcke drauf. Na, so langsam sieht das ja wirklich schon nach einem kleinen Bettchen aus. Was meint ihr? Hier habe ich das Moos aufgelegt zum Trocknen. Oh, sieht gut aus. Jo. Hanna einfach eine komplette Maschine. Weißt du, ich chill da immer noch auf dem Baumstamm, mach so einfach nichts, außer irgendwie, ich genieß voll. Und sie kommt an, einfach mit dem krassen Haufen hier. Weißt du, wie gut wir heute Nacht schlafen werden? Kuschelnd nebeneinander, guckend auf eine Plane, leben gut. Hoffen, dass uns kein Baum erschlägt. Glaube ich weniger. Der Titel verrät anderes. Ja, dann war's Schicksal. Wenn du tot bist, bist du tot. So, der erste Tag. Nee, der zweite Tag. 1 und 2 und ich kann schon nicht mehr zählen. Geht jetzt mittlerweile vorbei und ich ziehe mal wieder mit meinen wunderschönen Motorradschuhen, wo ich ja überall durchgehüpft bin, meine Socken aus. Und können wir mal bitte festhalten, wie unfassbar eklig die aussehen und irgendwie so gar nicht mehr gesund durchgehüpft bin. Einen wunderschönen Wäre es nicht vollkommen sinnvoll, wenn man so lange Haare hat, dass man die wie Nova in der zweiten Staffel zu 2 Zöpfen oder zu einem großen langen Zopf hinten zusammen macht. Allein wegen der praktischen Sicht. Weil so verfetten die ja komplett und hängen dir fettig in die ins Gesicht. Anders hast du halt dann 2 Zöpfe oder einen langen Zopf hinten und dann, ja, sind die aus dem Weg, so auf die Art, weißt du? 1 und 2 und ich kann schon nicht mehr zählen. Geht jetzt mittlerweile vorbei und ich ziehe mal wieder mit meinen wunderschönen Motorradschuhen, wo ich ja überall durchgehüpft bin, meine Socken aus. Und können wir mal bitte festhalten, wie unfassbar eklig die aussehen und irgendwie so gar nicht mehr gesund? Fühlen sich aber noch voll gesund an. Also das ist... Fühlt sich noch gesund an. Stinken aber irgendwie hardcore widerlich. Wobei, nee, das sind die Socken. Jo, haut rein, gute Nacht. Boah. Und bis der nächste Wolf kommt heute. Tschüss. Willst du auch noch gute Nacht sagen, by the way? Gute Nacht. Ja, wie gute Nacht? Ist doch noch voll Tag. Wie viel Uhr ist denn gerade? Zeigen Sie das? Hüt. Wie so ein Dealer-Päckchen. Anja hat Salz dabei. Na ja, klar. Hab was organisiert hier. Oh, ich stirb wieder, wa? So, hier, ein bisschen Salz für die Elektrolyte. Mhm. Ja, ist irgendwie geil. Man hat mal einen Geschmack, ne? Ja. Ja, war geil, dass wir Salz mitgenommen haben. Auch falls wir Fisch fangen. Selbst so hast du halt, also wir schwitzen ja auch wie Sau. Das ist krass, ne? Wir schwitzen wie Sau, deshalb ist es auch so nicht schlecht, wenn man hier und da immer mal wieder einen wegstippt. So, es geht wieder hoch ins Lager. Immer den gleichen, langen, schönen Weg. Aber wir haben den nächsten freigemacht, habt ihr schon mitbekommen. Das ist ziemlich geil. Ui. Da läuft Gerrit schon, wir haben gerade eine Planke gefunden.
Die werden wir noch mit hochnehmen. Da machen wir uns eine schöne Bank draus. Schön gemütlich machen. Wichtig. Wichtig für den Kopf, ey. So, ah, ja, so hätte ich es auch gemacht. Ein bisschen noch upgraden und mehr Zeugs draufschmeißen. Ja. Damit das noch mehr isoliert von unten gegen die Bodenkälte und einfach noch weicher ist. Vor allem hier in der Körpermitte wieder. Was mich halt stört ist, dass dann halt diese ganzen Insekten dann hier rumkrabbeln. Ameisen und alles hast du dann auf dir. Das ist so eine Horrorvorstellung. Ich lieg so da, wachst so auf und überall krabbelt so auf einem. Das wäre so die Horrorvorstellung, die ich da hätte, wenn ich da so auf dem Boden schlafen würde. Dann lieber wie Fritz so ein Hängebett gemacht, wie in der zweiten Staffel. Aber da musst du halt auch was dafür können, ne? Und das ist halt basic. Yes. So, wir haben jetzt die Wildkameras rangetan. Die haben wir gestern vergessen. Hier einmal hinterm Lager, falls was kommt. Und einmal voll frontal rauf da. Ja, mal gucken, ob was nachts kommt. Mhm. Wäre geil. Aber irgendwie auch nicht. So, wir haben uns Bett fertig gemacht. Heute ist auf jeden Fall noch hell. Aber wir sind fertig mit der Welt. Völlig. Gestern war auch nur ein halber Tag. Ja. Es ist so viel zu tun und so viel Kleinigkeiten und so. Also, ja, deswegen gehen wir jetzt pennen. Oh, Mücken sind auch am Start. Deswegen schützen wir uns hier ein bisschen. Ich bin einfach noch müde. Alter Schwede, ey. Es ist wirklich kräftezehrend alles. Man war auch zu erwarten, aber selbst zu erleben ist krass. Ist nochmal anders. Ja. Also, an die ganzen Backseat-Survivor da draußen, selber machen. Genau, macht's nach, Freunde. Ja, in diesem Sinne, gute Nacht. Bin ja hauen. Bis morgen früh. Ich sag mal, mein größtes Problem ist das mit dem Duschen und so. Ich bin halt ein richtig sauberer Mensch. Ich muss halt wirklich jeden Tag duschen und die Haare waschen. Jeden Tag. Ich werde wahnsinnig, wenn ich mich anfange zu riechen oder wenn die Haare fettig auf dem Kopf liegen. Das ist das Schlimmste für mich. Das heißt, wenn ich hier wäre, zum Beispiel, und hätte hier so ein Shelter irgendwo so, hier so da, das wäre noch okay. Da würde ich jeden Tag ins Meer gehen und würde mich waschen quasi. Ich werde so eine Öko-Seife mitnehmen, so ein Öko-Duschgel, dass ich mir jeden Tag schon die Haare einschäumen und die Haare waschen kann und den Körper und so, dann wäre alles in Ordnung. Und noch eine Zahnbürste, dann ist okay. Ja, ich melde mich auch mal mit meiner Kamera. Ja, zwar auch erst auf dem Abend, aber ich habe gerade tatsächlich Toilettenpapier gefunden. Nein, keine Angst, kein Toilettenpapier, was jetzt angespült wurde, sondern das hier wurde uns von indigenen Einheimischen gezeigt. Das ist halt ultra samtig. Das ist rau, aber die Seite kannst du dir wunderbar zum Popo abwischen nehmen. Na, reißt es durch. Sehr, sehr geil. Fritz macht gerade da drüben eine kleine Erkundung, weil wir halt immer noch nicht geschafft haben, irgendwie einen Weg ins Landesinnere zu finden. Haben wir auch gerade beschlossen, dass wir morgen, nachdem wir was an Bären haben und Trinkwasser, dass wir uns dann ins Landesinnere irgendwie versuchen durchzuschlagen. Weil wir die Vermutung haben, dass vielleicht auch noch ein See ist oder irgendwas, aber zu 100% weiß man das nicht. Und ja, so schön der Strand auch ist, aber gegen 3 Meter große Wellen brauchst du keinen Angelhaken werfen, das macht keinen Sinn. Aber schön ist trotzdem, das kann man nicht anders sagen. Das ist geil. Mit der Insel da vorne. Also, Alter. Nur mal, damit man mal ein Gefühl dafür kriegt. Das haben die gar nicht gefilmt. Wir können hier uns anlehnen. Also, hier wurde nichts geknotert, nichts verschraubt, sondern nichts vernagelt, sondern einfach nur übereinander gelegt und eine kleine Auskerbung. Und ich lehne mich an hier, ne? Also ich sitze wirklich ganz bequem. Der eine kann liegen, der andere kann sitzen, kannst die Beine auch noch hoch machen. Können auch beide sitzen, können auch beide liegen. Ja. Also, Alter, das ist geil. Ja. Jetzt stell dir mal vor, da in der Mitte auf dem Balken hast du nochmal eine robuste Plane, wo du einfach so hier rüber spannst. Dann mehr brauchst du eigentlich gar nicht, ne?
Also das wäre perfektes Shelter. Einfach Holz nehmen, einkerben und oben drüber die anderen Hölzer legen. Da würde ich gar nicht drauf kommen. Also wenn es wirklich nicht regnen sollte, wird es eine arschgeile Nacht. Ich muss jetzt sehr positiv denken. Ich gehe nicht davon aus, dass es regnet, weil der Himmel super klar ist. Und es auch ganz anders aussieht als gestern Abend. Ja, wir gehen heute mal auf Risiko. Ohne Folie. Ja, das ist übrigens unser View hier. Also da kann man auch einen schlechteren View haben. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ist gerade für mich mit einer der schönsten Momente seit... Zwei Tagen. Seit zwei Tagen. Kann auch sein, dass die Schmerztablette kickt, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Schmerztablette kickt gerade ganz wild rein. Ich glaube auch, ich bin richtig sentimental. Zwei Tage. Gut, das war's eigentlich schon. Ja, erster richtiger Tag ist um. Hat schon Spaß gemacht, hier die Höhle, die Durchschlagübung. War schon cool, aber ich habe auch gemerkt, dass ich so einen Tag ohne Essen, ohne irgendwelche Medien, ohne alles schon sehr ziehen kann. Die ersten drei Tage ist tough, richtig tough. Und wir haben jetzt gleich die zweite Nacht. Das heißt, morgen sind wir schon den ersten gefühlt zwei Tage hinter uns. Und die dritte müssen wir überstehen. Und glaub mir, ohne Quatsch, ab dem vierten spätestens kommt die Energie. Ich fand der Tag gigantisch. Wir haben gut gearbeitet, sehr gut. Wir haben neue Ressourcen gefunden von Essen, Wasser, Material. Wir haben angefangen, eine Höhle zu bauen. Morgen geht's weiter. Wir bauen uns eine Schutzhütte, dass, wenn der Wetter knallt, das ist Nord. Ich stell mal vor, wir haben halt quasi dieser Wind und dann noch Schauern und Regen. Wenn die Winde vom da kommen, weißt du, wie es hier im Winter ist? Das ist so arschkalt. Das sag ich dir, hier geht nichts mehr. Aber gut. Jan, mega. Bam. Also die haben doch... Guter Start. Die haben doch bis jetzt eigentlich am wenigsten gemacht, oder? Also wenn man mal ehrlich ist. Also im Vergleich. Obwohl. Guck mal, das wäre auch geil. Wenn du hier oben... Wenn du dich hier oben ein Shelter machst, da kommt das Wasser ja nicht hin. Das wäre auch nicht möglich. Oder hier so in so einer Mulde irgendwie so. Da hätte ich wahrscheinlich, wenn ich eine Hängematte hätte, würde ich mich hier irgendwo so eine Hängematte hinhängen. Da kann man aufs Meer gucken, obwohl die Wellen sind schon hoch, ne? Dass es hochklatscht und einen dann richtig mitspült oder so. Das wäre halt Horror. Dann vielleicht lieber hier irgendwo so eine Hängematte. Also mit Hängematte wäre das hier nicht so das Problem, oder? Ich meine... Es gibt viele Windmühlenmacher da und viele tote Äste, aber... Nacht und melden uns natürlich, falls das Wasser uns kriegt in der Nacht. Hoffentlich melden wir uns nicht mehr. Gute Nacht. Oh yes. Heftiger Tag. Geht zu Ende. Nichts gefangen. Aber kein Problem. Aber wir filtern wieder Wasser. Wir haben Wasserfilter, wir haben es immer. Ich schneide es hier so rein, ja? Schneid ab. Pass auf, dass du mir ein Schienbein schneidest. Wie viel? Oh, nicht so viel. Das reicht. Ja, schon lang. Da runter. Das ist zum Wasservorfiltern. Ja, weg damit. Reicht es? Ja, das ist jetzt beschissen, Alter. Scheiße, ist zu wenig. Jetzt ist die Spannung weg. Na, das reicht. Aber egal. Ist die Spannung weg? Ja, Spannung ist weg. Unterhosen, egal. So müssen wir auch schon. Von Tag zu Tag gibt's weniger. Ja, stimmt. Okay, Achtung. Filter. Ja, mit den Fischen sind wir sehr gespannt. Wirklich. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Mhm. Wir wissen auf jeden Fall, haben wir jetzt rausgefunden. Garantiert, dass da Lachse sind oder irgendwelche anderen Räuber. Reindrücken. Oh, fuck.
Darum sind auch immer die Möwen da. Weil die Möwen die kleinen Fische fressen, die nach oben springen, die abhauen. Wir kommen nicht so weit raus. Die Angelrute bauen, dann braucht man schwereres Gewicht. Mhm. Weil wir heute noch das ultimative schöne Gefühl haben, machen wir uns eine schöne, fette Brühe. Oh, ja. Fürs Gefühl. Einen Shot. Fette Brühe, kleines Feuer, wir haben wenig Zeit, die Sonne geht gleich unter. Fürs Gefühl, fürs für Gemüt. Haben wir uns verdient. Haben wir uns echt verdient. Eine Hiobsbotschaft haben wir noch. Unser geiler Filter. Nach einem Tag geht der nicht mehr. Verstopft. Einen einzigen Tag. Der hat so viel Platz gebraucht, schau. Den haben wir. Hätte ich eine Forelle mitnehmen können, weißt du? Ja. Was zu essen, stell dir vor, Riegel. Kinderschokolade, stell dir vor, zwei Stück. Ja. Drei Kinderschokolade. Großer Kinderriegel und Duplo. Größe. Stell dir vor, Sascha. Bei mir steht jetzt an, Bett vorbereiten, alles fertig machen. Scheiße. Für uns und schauen, dass wir heute mal eine gemütliche Nacht haben. War heute nicht leicht, sag euch. Einfach diese, wenn man nichts zu fischen hat, alles, was man geplant hat, einfach nicht funktioniert. Stundenlang probiert. Ach, ist halt dann schade. Aber wir bleiben motiviert, wir bleiben optimistisch, wir schaffen das. Wir haben einfach eine unfassbare gute Laune den ganzen Tag. Ja, das müssen wir uns beibehalten. Ich glaube, das schaffen wir. Die zwei bin ich echt mal gespannt, ne? Wir sind richtig am Arsch gerade und gesagt, wir sparen jetzt lieber unsere Kräfte einmal. Und morgen ist ein neuer Tag, neue Action. Auch wenn wir jetzt nicht beim Thema Fisch irgendwie weitergekommen sind, wir geben nicht auf. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach da morgen nochmal mit einem frischen Kopf ran, machen uns nochmal einen Schlachtplan, vielleicht nochmal ins Meer, nochmal hier dies und das mal gucken. Einfach in diesem Tümpelgewässer mal eine Troutline reinlegen, ey, wer weiß, was passiert. Oder wir kriegen es irgendwie hin. Ansonsten machen wir einfach Wasserfasten 14 Tage lang, dann ist es so. Wir machen es irgendwie, morgen ist ein neuer Tag, let's go. Wasserfasten. Bis morgen. Gute Nacht. Ich werde morgen übrigens wieder nackt sein und baden. Freut euch. Ciao, ciao. Also Freunde, wir wollten mit euch noch mal ein bisschen über die aktuelle Nahrungssituation sprechen. Wir haben uns im Vorfeld natürlich viel Gedanken gemacht, was kann man machen, was packt man in die Flasche. Ich habe ja auch online oft gesagt, dass der Fokus ganz klar auf Nahrung liegt. Boah, also ganz ehrlich, da hätte ich komplett zugemacht mit Holz und mit Reisig, dass hier nix irgendwie durchgucken oder durchkommen kann. Boah, nee. Der Fakt ist folgender, wir haben aktuell keinen See, mit dem wir irgendwas anfangen können. Wir haben ein fließendes Gewässer, in dem allerdings kaum was drin ist, kleine Minifische. Wir haben das Meer, wo wir diese Tidebecken haben, wo auch nur ganz, ganz kleine Minisachen drin sind. Ansonsten große Wellen, also ist alles nicht ganz so optimal. Und? Ja, wichtig, das noch zu sagen ist, wir haben halt auch kein Niederwild gefunden. Das heißt also, keine Hasen, keine Eichhörnchen, keine Mäuse, keine Ratten, nichts dergleichen. Kein also, Fuchs, kein da- also hier ist... Was heißt nicht gefunden? Keine Spuren, keine Losung, keine Bauten, ja. Keine... Nichts gesehen. Also ja. Bisher haben wir im Endeffekt, wir wissen, dass es ein Wolf ist. Genau. Oder mehrere sogar. Und wir haben ein paar Weißkopfadler oder sowas gesehen und Otter im Wasser. Also das sind so die größeren Sachen. So. Ja. Alle diese drei Sachen... Also soweit ich weiß, Weißkopfseeadler sind ja streng geschützt, ne? Die dürfen die ja wahrscheinlich auch nicht mal, ich sag mal, essen, ne? Sachen dürfen wir sowieso gar nicht jagen. Genau. Würden wir auch nicht wollen. Haben Sie es gerade gesagt? Haben wir es gerade gesagt, was ich gesagt habe? Weißkopfadler oder sowas gesehen und Otter im Wasser. So. Das sind so die größeren Sachen so. Ja. Alle diese drei Sachen dürfen wir sowieso gar nicht jagen. Genau. Würden wir auch nicht wollen. Okay, Frage beantwortet. Das heißt zum Beispiel auch den Draht für Schlingfallen, den wir dabei haben, es ergibt gar keinen Sinn, ihn hier random einfach aufzustellen, sondern du machst es ja vor einem Bau oder weil du welche beobachtest. Wir haben die Zwillengummis dabei, um aktiv jagen zu können. Auf Squirrels, Eichhörnchen, ne? Irgendwie sowas in die Richtung ist auch alles nicht da. Oder, ne, was noch oft gemacht wurde bei Alone zum Beispiel, waren diese Rebhühner. Ja, genau, Rebhühner auch nicht. Nichts davon, gar nichts. Also unsere große Vermutung und deswegen...
Also ich glaube, von so einem Rebhuhn, da könnte man locker einen Tag satt werden, oder? Wenn nicht sogar zwei. Na, obwohl, das wird ja schlecht, ne? Ist das so ein bisschen unterschiedlich zu dem, was wir jetzt so aus Kanada und auch aus Vancouver Island kennen, von diversen Survival-Serien, was ihr auch gesehen habt, ist, dass wir hier wirklich ausgelagert an der Pazifikfront sind und das hier einfach komplett anders ist. Wir sind nicht im Inneren von Vancouver Island, in irgendwelchen Fjorden und so weiter, wo natürlich auch Ebbe und Flut ist und das Meer reinkommt, sondern wir sind komplett an dieser Frontlinie, wo die dicken 3-4 Meter Wellen hier reinknallen und dadurch sich vielleicht eine andere Vegetation bildet. Unser Plan für morgen, wieder Süßwasser ready machen, Stellnetz kontrollieren, Langleine kontrollieren, Bären sammeln, ja, und dann wollen wir tatsächlich uns versuchen, nochmal ins Landesinnere weiter reinzuschlagen, was bisher super, super schwierig war. Wir haben ja hier hinten quasi so einen Wald, wo wir auch unser Material rausholen. Und da wollen wir versuchen, nochmal weiter reinzugehen. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Aber das ist die einzige Möglichkeit, die uns einfällt, um überhaupt noch andersweise mehr von den Bereichen zu sehen. Weil wir sind gefühlt sonst wieder abgeschnitten. So. Egal, wo wir rein wollen, es sind 3-4 Meter hohe Büsche. Und das ist die einzige Möglichkeit, ins Landesinnere vorzudringen, um eventuell dort neue Nahrungsquellen zu erschließen. Ob das funktioniert, keine Ahnung, aber es ist schwierig aktuell, was die Nahrungssituation angeht. Ja. Der Rest, muss ich sagen, ist top, fein. Top, ja. Ja, es ist nur die Nahrung, die ein bisschen schwierig ist, aber sonst geht's. Ja, ich schließe mich dem an und sage gute Nacht. Ja, Ende von Tag 2, gute Nächte. Wir sehen uns morgen früh. Tschüss. Tschü. Tschüss. Außer der Wolf kommt noch, dann schmeiß ich nochmal an. Puh. Halb eins, okay. Ja, ich würde mich immer aus der Sturmfront. Fritz versucht gerade in Unterhose so ein bisschen die Verästelung noch wegzumachen, weil wir wollen die Folie rüberspannen. Haben aber natürlich in unserem guten Glauben nicht daran gedacht, dass es doch eventuell einen Wetterumschwung geben kann. Den gibt es gerade. Ich habe so das Gefühl, wir sind halt voll drin, ne? Voll so in so einer Wolke. Also man muss halt fairerweise sagen, jeder denkt sich so, ey, seid ihr dumm? Kann doch immer anfangen zu regnen. Ja. Vielleicht hat man vorher sich mal einen Wetterbericht angeguckt und im Wetterbericht stand, dass es eigentlich nicht regnen soll. Aber gut, ja, man wollte quasi vielleicht einen kleinen Schummler machen und kriegt jetzt die Retourkutsche dafür. Deswegen fangen wir jetzt an, nachts um 2, um 3 in Unterhose im Regen an einem Shelter zu arbeiten. Stelle Nummer. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so voll nimmt, wie das hier, was hier abgeht. Also, das Ganze ist jetzt ein bisschen improvisiert. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt, aber wir sind quasi in einer Wolke, so fühlt es sich an. Es ist alles klitschnass, es ist kein klassischer Regen. Und diese Wolke kommt halt hier rein und dadurch regnet es dann auch von den Bäumen ab, weil es jetzt überall niederschlägt, sag ich mal. Die Folie ist jetzt halbwegs improvisiert, es kommt super viel Wind runter. Ihr seht hier, wie die sich aufbauscht. Ob die reißt, wir hoffen, ne? Dass sie hält. Es ist schon alles klitschnass von innen, von außen. Wir müssen jetzt irgendwie ein bisschen Risiko eingehen und gucken, ob die das überlebt oder nicht. Weil eigentlich war die als Zwischenschicht gedacht, dass wir einen kompletten Shelter bauen, ein komplettes Dach, das ein bisschen abdicht, sag ich mal, mit Moos, was wir hier überhaupt nicht haben, jedenfalls nicht ordentlich. Dann die Folie rüber und dann nochmal abdichten. Aber ja, haben wir bisher nicht. Das ist bisher einfach nicht machbar gewesen zeitlich. Und ja, das ist jetzt die improvisierte Situation. Wir gucken, ob es funktioniert, ob die Folie flöten geht und wie wir die Nacht überstehen. Keine Ahnung. Alter! Ich bin gerade so... Wenn wir einfach die scheiß Stellnetze weggelassen, einfach weil ich Dachfenster gebaut habe, so... Aber hätten wir auch noch nicht geschafft in der Storm. Nee, ich glaube auch nicht. Ich hab richtig Baller, dass die Folie nicht hält. Ich sag dir, wie es ist. Dass sie einfach reißt irgendwo. Weil der Wind einfach zu stark ist. Ja. Ja! Life is learning. Jetzt sitzen sie da bis morgen, oder was? Der Schlafsack ist auch schon komplett voll. Ja. Alles klitschnass. Also mit einem richtigen ordentlichen Tarp kein Problem. Ich denke, diese Dyneema-Folie zum Beispiel von Max und Rumata, ja, die hält auf jeden Fall. Die wird nicht groß genug sein, schätze ich mal, dass du richtig geschützt bist, aber da hast du nicht das Problem mit dem Wind. Aber ist egal, wir können es nicht ändern. Wir passen uns der Lage an
und versuchen das Beste daraus zu machen. Und die nächsten? Ja, wie keiner hat aufgenommen in der Nacht, außer denen. Die waren doch garantiert alle wach, oder? Och Mann! Alles nass. Ich hätte halt wasserdichte Schlafsäcke genommen. Alter. Gibt's das? Garantiert. Das muss ich nur nachgucken. Wasserdichter Schlafsack. Ja. Das ist natürlich Bombe, ne? Das ist natürlich Bombe. Leute, ich wollte eigentlich nur schnell pinkeln gehen. Aber ich muss euch ganz kurz zeigen, wie es hier draußen aussieht. Guck mal, die sind aber trocken. Holy moly! Die T-Shirts. Alter. Hoho. Sichtweite 100 Meter. Krass. Ja. Erstmal ein Strollerchen. Wie der halt auch immer drauf hält. Ich bin immer übrigens hier in den Eingang zu unserem Shelter. Zur Abwehr vor wilden Tieren. Bisher hat's geklappt. Boah, ist das rough, ey. Also ich war jetzt gerade hinten im Wald, da ordentlich was rausgeschnitten. Da habe ich so Hüfthöhe Stämme geholt, um damit die Plane leicht zu beschweren, damit hier nicht mehr dieses Wasser reinfließt, das Ganze ein bisschen stabiler ist. Vorne pfeift es natürlich immer noch ordentlich, aber das Ganze sieht jetzt schon deutlich besser aus. Jetzt würde ich halt den Tag damit verbringen, erstmal, um hier alles schön mit Ästen zu, weißt du? Natürlich nur eine ganz schnelle improvisierte Lösung, aber besser als nichts. Auch hier nochmal. Ja, jetzt ist die Plane ein bisschen straffer. Zick. Und eine Sache haben wir gerade festgestellt, und jetzt verstehen wir auch ein bisschen die Natur hier. Und zwar hat man an der Frontseite zum Pazifik, an der wir sind, quasi ja, so die ersten 50 bis 100 Meter überall so völlig verkrüppelte Zedern stehen, die ihr auch hier im Hintergrund seht. Und danach sind die Bäume irgendwie gerade. Das liegt daran, dass durch den Wind und diese Wolken, die ihr seht, das ganze nasse Zeug hier reingespült wird, Salzwasser und so weiter, und die deswegen so krüppelig wachsen. Und dort hinten, wo ich gerade die Bäume rausgeholt habe, da regnet es gar nicht. Da sieht es deutlich besser aus. Oder es ist sehr dicht. Worauf ich hinaus will, ist, ich kann mir gut vorstellen, wenn wir auf so einer großen Insel hier sind und Teams auf der anderen Seite sind, ja, die Seite, die zu Vancouver, zum Festland, sage ich mal, zur großen Insel, ausgerichtet sind, dass die überhaupt nicht so eine Situation haben wie wir. Da ist vielleicht ein bisschen bewölkt, aber da ist es weder so windig noch so regnerisch. Aber wir müssen natürlich einfach mit den Gegebenheiten klarkommen, die wir hier haben. Kennt ihr Koro? Dort gibt es über 1000 Produkte von Super bis Energy Balls. Direkt von den Erzeugern, ohne Umwege. Und die Qualität ist einfach top. Banane. Probiert es selbst und nutzt dafür den Rabattcode 7versWild. Damit spart ihr 5% aufs komplette Sortiment. Und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Danke, dass ihr euch die Werbung angeschaut habt. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Na klar. Support ist kein Mord. Also, Leute, ganz ehrlich. Ich kenne Martin jetzt seit über 10 Jahren. Dem geht's gar nicht gut. Dem geht's richtig, richtig beschissen. Hatte gerade schon wieder Tränen in den Augen, aber will es natürlich vor der Kamera nicht zeigen. Und der ist körperlich, glaube ich, gerade richtig, richtig am Arsch mit seinem Rücken. Krepelt sich dann ab, irgendwie ist ständig was taub. Und das schlägt sich, glaube ich, auch krass auf die Psyche nieder, weil er natürlich wahrscheinlich auch ein schlechtes Gewissen hat jetzt. Deswegen ihm hier irgendwie eventuell ein Abbruch bevorsteht. Dann auch bei dem Wetter, ne? Es ist sehr glitschig heute. Ich stelle mir das mal vor, selbst für mich, ne? Wenn ich jetzt in diesem Spot wäre, selbst wenn ich ein Wurfzelt hätte mit Plane oben drüber, dass ich die nochmal festmache, selbst dann wäre es für mich eine richtige Herausforderung. Also ich wüsste, ich hätte ein Zelt, in das ich mich zurückziehen kann,
das zu 90% wasserdicht ist, selbst dann wäre es für mich schwierig. Kann das sein, dass das Wasser bis hier oben war? Hä? Das muss hier oben gewesen sein. Dann ist safe eine Wildkamera weg. Hab ich dir gesagt, es ist halt Sturmflut. Wir haben es gestern die ganze Zeit beobachtet. Wo ist der tiefste Punkt, wo ist der höchste Punkt? Die letzten zwei Tage war das Wasser... Da war das 20 Meter weiter unten. Klar, du siehst ja hier die neue Kante. Und die, guck mal, hier sind keine Spuren mehr. Wenn wir Pech haben, sind sogar beide Wildkameras am Arsch. Oh oh. Ja. Wir haben es extra beobachtet, ausgecheckt, wann ist Ebbe, wann ist Flut, mit ein bisschen Puffer, bis wo kommt das? Alter. Oh oh. So, das ist Tag 3. Tag 3, Nacht war wie folgt. Bist du? Es hat, es war unglaublich starker Nebel. Es hat die komplette Plane von innen feucht gemacht, sammelt sich da oben und tropft innen ab. Ein Taufanggerät. Romatras Schlafsack, zeig mal deine Füße vom Schlafsack. Romatras Schlafsack ist klitschnass. Ja, das ist die normale Farbe von dem Schlafsack, das ist aber auch schon angefeuchtet. Und hier unten ist er komplett nass. Heilige Scheiße. Komplett nass. Dann haben wir uns orientiert mit dem Baumstamm oben mit der Isomatte, das ist aber auch ein Fehler. Es ist in der Nacht, mich hat es noch schlimmer erwischt, hier runter getropft, die ganze Zeit, also es ist richtig viel am Tropfen, geht auf die Isomatte und dann zu ihm rein und läuft dann einfach so nach innen in den Schlafsack. Meine Isolationsjacke ist nass, meine Regenjacke ist nass, ein Schuh ist nass, die Handschuhe sind klitschnass, die kann ich gefühlt nicht anziehen, die Arbeitshandschuhe. Also wirklich, jetzt hätte ich sie unter Wasser gehalten. Ja. Wir müssen noch ganz doll hoffen, dass es heute die Sonne nochmal rauskommt, dass wir unsere Sachen trocknen können. Und das ist krass. Aber wenn es regnet, ist das Tarp super. Aber es hat einfach ein fucking Taufänger. Bäh. Was aber geil hier draußen in der Wildnis ist, dass du die Hände nicht wäscht. Ich weiß nicht, ob wir die Hände in dem braunen Fluss waschen wollen. Wenn man jetzt aus der Hand isst, sind da keine Viren oder Bakterien von irgendjemandem, der vor dir im Bus die Busstange angefasst hat oder im Flugzeug oder so. Alter, hier ist... Wow! Was? Wir konnten die nicht sehen! Frische Tierspuren, die kamen nach. Das Wasser war heute... Wir hatten Riesenwellen. Das Wasser war nicht so hoch, aber da hier waren teilweise so 6 Meter Wellen. Bis hier vorne ging das Wasser. Die Wellen, es kam ein neues Alter. Treibholz und dahinter, war das knapp. Das muss eben gerade gewesen sein. Das ist eben gerade gewesen, nachdem das Wasser zurückgegangen ist. Holy shit, das ist krass. Was ist das? Das sind Pfoten, das ist ein Wolf. Da ist ein Wolf langgelaufen, wenn wir geschlafen haben. Nein, das muss vor einer Stunde gewesen sein. Das Wasser ist doch, oder vor 2 Stunden. Hier, da habe ich geschlafen. Ein einziger Wolf? Ja, aber es sind ganz klar Pfoten. So Leute, wir sind jetzt nur von unserem Shelter im Sand hierher gegangen. Sogar bergrunter. Das war so krank anstrengend. Bei uns beiden im Übelherzrasen, bei den kleinsten Aktivitäten. Wir sind jetzt, glaube ich, energietechnisch komplett leer nach der ganzen körperlichen Arbeit, die wir hier in den ersten 48 Stunden gemacht haben. Das ist auf jeden Fall krass. Aber gut, das wussten wir. Aber ich finde es auch ziemlich geil gerade, weil den Modus wollte ich. Den Modus wollte ich rein. Das ist ultra glatt hier, pass auf, ne? So. So, wir haben jetzt hier, es ist immer noch scheiße neblig. Wir können nichts trocknen, alles ist nass, aber wir bauen jetzt den Shelter weiter, wir haben jetzt diese Wand hier. Wir haben hier Stöcke festgebunden. Max hat die hier in die Erde eingebuddelt. Zack. Richtig schön tief. Richtig schön tief. Dann machen wir uns den Sand zunutze.
Ja, der Sand ist zwar eigentlich richtig scheiße zum Laufen, aber wenigstens zum Bauen ist er nicht schlecht. Und jetzt lehnen wir dieses Teil hier da dagegen. Und dann haben wir eine wasserdichte Wand. Komplett. Los. Naja. Ist jetzt nur gegen Nebel, wenn es regnet, ne? Es geht hier rauf, fällt hier runter, fällt jetzt hier hin und geht dann nach außen. Und fällt jetzt nicht von hier direkt mit dem Wind noch ein bisschen in den Shelter rein. Das ist geil. Und auf der anderen Seite sogar noch besser, weil da ist unser Tarp ein Tick niedriger. Das haben wir uns entschieden, weil da die See ist. Von oft kommt da der Wind oder der Regen. Und hier ist jetzt richtig geil. Also das ist natürlich, auf Trimax-Seite wird es natürlich am dichtesten gemacht. Ne? Das ist ja ganz klar, ne? Top. Jetzt ist noch unser Kopf ein bisschen nass geworden und unsere Füße vom Schlafsack. Aber ich weiß, also egal wie doll es regnet oder egal wie neblig das ist, hier tropft es halt runter. Dass wenn wir diesen ganzen Bereich hier mit Naturmaterial komplett regenfest machen, alles, wirklich alles hier. Mit Stöcken und dann mit Moos, ne? Würde sich trotzdem hier halt irgendwann Regen drinnen sammeln oder Tau und hier runter tropfen. Das kriegen wir nicht weg. Aber das ist okay, dann schlafen wir in Embryostellung, ein bisschen ranziehen. Das wird immer noch regensicherer sein als bei den anderen Teams, sag ich. Knossi und Sascha haben keine Folie dabei. Bei dem Wetter. Das ist so krank. Ich will so doll wissen, wie es denen geht. Tag 3. Die sehen gut aus. Sascha. Wir haben schon Tag 3. Es ist schon bald vorbei. Zwei Tage sind vorbei. Ja, ist krass. Wir haben immer noch ohne Dach geschlafen. Hey, ich sag dir jetzt, ich find's super, super, super gemütlich. Ich schlaf gern neben dir. Guck mal, die sind so weit weg, die hatten nicht mal Regen. Ja. Ich schlaf auch gern neben dir. Man fühlt sich viel sicherer zu zweit. Zu zweit, muss man auch an der Stelle sagen, ist ganz andere Nummer. Ja, es ist so mega. Da berührt man sich nachts. Ich spür dich, wenn du dich umdrehst, denk mal so, super. Ich spür Wärme. Ja, ich spür Wärme. Hauptsache, ich spür deinen Schniedel nicht. Ja. Aber hier schon mal, hier noch nicht gehabt, ne? Mhm. Ja. Du? Ja. Halb. Halb. Ja. Ich will dich nicht beunruhigen, aber ich guck runter. Es ist neblig, diesig und die Flut war anscheinend da. Und hat hier Zeug vorgespült. Bis, ich sag mal, 5 Meter vor unseren Shelter, ein bisschen tiefer aber. Diese ganzen Algen und das ganze Zeug. Der Baum da vorne, auf dem ich gesessen habe schon, der ist bewegt worden. Der ist, alter Sascha, das war wirklich bis hier vorne. Bis vor unseren Shelter. Zu hoch, gell, eigentlich. Dass du den Baum anschaust. Wir können doch nicht hier, wir werden doch hier nicht weggespült. Wir hier vor, bauen das ganze Shelter heute, ready, finishen das Shelter und dann, boah, das wäre so, das wäre mal wieder klassisch. Hätten wir einen Notfallplan, wo wir hinziehen? Ja. Wo? Rein ins Paradies. Ins Paradies hinten, ins Paradies. Aber. Da ist wahrscheinlich auch jetzt schönes Wetter schon, da hinten. Das Problem ist, du kannst ja wirklich das Genick brechen, wenn wir mit dem ganzen Zeug dahin wollen. Du kannst ja wirklich alles brechen. Naja, da müssten wir 30 Mal gehen, ne? Verdammt, verdammt, verdammt. Aber schön, wir sind da. Was mich ein bisschen beunruhigt ist, das Meer ist heute ganz anders. Es ist wirklich neblig. Ich zeig's euch gleich. Ja, ich geh gleich mal runter, zeig's euch. Aggressiv. Und freue mich einfach aber wieder. Wenn wir diesen Tag wieder geschafft haben, wieder einen geschafft. Ja, ist so. Guck dich das mal an hier. Einiges schon gefällt da vorne. Einige Stücke sind hier. Jetzt sagt Sascha, der steht. Alter, so einen dicken Baum. Guck dir diese. Ich würde lieber die dünnen hier nehmen und solche. Aber solche dicke, da sägst du dich doch tot. Den Baum an. Oh fuck. Oh mein Gott, Sascha. Das ist eine krasse Nummer. Das ist eine harte Nuss. Dieser Baum. Wenn der weg ist, Sascha. Dann haben wir Platz. Dann haben wir Platz. Aber in welche Richtung fällt so ein Baum? Dann da frei und dann kippt man so rüber. Da reinkippen. Da nach unten, oder? Nach unten. Der bleibt halt überall hängen, gell? Der hat ja auch eine Krone. Boah, der ist riesig. Boah. Was Leckeres ist das? Holzspäne. Mach die jetzt fertig. Hey, ich sag's euch, es ist anstrengender, als man es denkt. Wir sind ja auch schon 3 Tage jetzt, dieser dritte Tag hier, gell? Wir hätten so einen großen Baum nicht sehen dürfen. Ja, tschüss. Guck mal, da stehen überall so ganz schmale und die nehmen einfach die dicksten, wo sie finden. Der wird fallen. Ja.
nicht mehr wie aufs Hirn, ey. Boah, die Säge ist danach fast gefällt. Geh weg. Oh. Geh weg, geh rüber. Fällt doch unser Shelter, shit. What the fuck? Boah, perfekt. Er liegt im Fluss. Ja. Super. Perfekt. Er liegt im Fluss, verdammte Kacke. Boah, shit. Scheiße. Ja. Liegt im Bach. Nicht schlimm. Jetzt ist er weg. Jetzt hast du den Baum weg. Jetzt haben wir noch viel mehr Platz bei den Beinen und können auf einer Ebene bauen hier mit den Stöckern. Und so haben wir eben alles auf einer Ebene gerade. Und nicht ein Stamm, der so unten nach unten geht und hin und her. Super. Jetzt bauen wir uns richtig dicht. Weißt du, was schön ist? Was? Wir haben viel, viel Zeit hier auf der Insel. Sehr viel, Sascha. Sehr viel. Nur, wenn ich so nach oben schaue, ja, wir wissen es nicht, wie lange wir Zeit haben für den Regen. Das ist das einzige Problem. Ja. Aber wir machen uns keinen Stress. Nee. Gar keinen Stress. Überhaupt nicht. Au ja, die zwei. Da freue ich mich immer drauf. Heute beginnt der dritte Tag. Das Wetter hat sich geändert, wie man sieht. Wir haben viel Nebel, es hat die Nacht auch ein bisschen geregnet. Priorität heute ist unsere Unterkunft zumindest halbwegs fertig zu bekommen. Die Höhle, die wir bauen, tiefer davor zu einer Art Veranda, dass wenn das Wetter jetzt noch schlechter wird, dass wir da auf jeden Fall in Sicherheit sind. Und dann auch Feuer. Heute wird hart gearbeitet, aber wir müssen es durchziehen. Wir müssen uns jetzt sichern. Gestern Abend hatten wir Sturm. Das Wasser ist bis auf 5 Meter von uns, wenn überhaupt, hochgeschossen. Das hätten wir nicht mitgerechnet. Ansonsten muss ich sagen, die Stimmung zwischen Jan und ich ist ganz gut. Es gibt keine Probleme bis jetzt, Gott sei Dank. Und wir arbeiten gemeinsam, es wird von keiner von uns gejammert. Zwischendurch natürlich sind wir müde, aber wir haben jetzt, heute beginnt der dritte Tag, heute Abend die dritte Nacht. Das merkt man, die ersten 3-4 Tage ohne Essen ist natürlich immer hart, aber wir ziehen das durch. So, Jan, wie war die Nacht? Unerwartet nass. Arsch. Es hat geregnet. Es hat genieselt, so ein bisschen gefieselt, aber ich glaube, das zeigt uns ganz glasklar, dass wir heute diesen Shelter bauen. Was auch krass ist, ich weiß nicht, ob dir jetzt schon aufgefallen ist, aber der Baumstamm, wo du schlafen wolltest, der liegt erschreckend nah an unserem Schlafgemach. Hier vorne. Genau, der Staumbaum, der war 10 Meter weiter unten. Und ich wollte gestern unten schlafen, weil das eine gerade Fläche ist. Ich wäre heute, also ich wäre erstens irgendwo ertrunken oder ich wäre in Alaska schon. Also das nicht, aber das Wasser hätte, sag ich mal, meine ganze Klamotten, alles durchnässt. Das wäre fatal. Aber gut. Ich guck mal, ob meine Bären noch da sind. Die habe ich nämlich gestern Abend schön ein bisschen weiter weg vom Camp gelegt, falls hier irgendwelche Bären sind. Aber da sind die Dinger. Geil, riecht auch geil. Werde ich mir jetzt auf jeden Fall sowas von reinziehen, weil ich habe nichts am Magen und nichts. Das heißt, die sind gut für mich. Joey, ich verbessere mich. Ich habe gestern Abend gesagt, er will, glaube ich, abwarten, wie die sich auf meinen Magen und so weiter ausschlagen. Aber ich glaube, Joey will einfach 14 Tage nichts essen. Das ist seine Challenge. Also das finde ich einfach nur geil. Aber ich werde mich jetzt auf jeden Fall an die Bären klammern, weil das gibt mir auf jeden Fall immer was, wo ich mich drauf freuen kann. Weil die Zeit, die vergeht einfach nicht. Also das ist insane. Wahrscheinlich kickt einfach noch diese Handysucht und so weiter alles, die man einfach hat.
und man hat einfach nichts, womit man sich so richtig beschäftigen kann. Man ist schon ein bisschen schlapp jetzt auch. Aber dann Bären pflücken gehen und dann die Bären fressen. Also das is ist es. Das ist es. So was von geil. Also die nehme ich jetzt schön mit zum Sport da vorne. Bisschen frühstücken und was. Und dann wird hier mal locht. Oh, Hanna. Und Affe. Einen wunderschönen guten Morgen von Tag 3. Was geht ab, Freunde? Wie hast du geschlafen? Alter, mega gut. Ich bin nicht einmal aufgewacht. Es war einfach nur richtig Premium-Bett hier. Ich habe auch saugut geschlafen. Ein paar Mal was gehört, aber nichts gesehen. Und ja, Tag 3. Läuft. Schon. Läuft. Schon. Ich wenn bin man kein Wasser hat, kein Regen anfühlt, hat. Wenn du Tag 4 hast und noch weißt, 10 Tage kommen. Aber gerade bin ich noch hyped. Ja. Sehr. Ich denke mir, Junge, gib mir die Natur, da kann man noch was mit anfangen. Mal sehen, wann das Gefühl aufhört und man einfach nur noch chillt und hungert. Voll. Ja. Hast du schon Hunger? Also so richtig? Gestern war es schlimmer, oder? Als jetzt in der Früh. Es geht. Also es ist, klar habe ich Hunger. Und für mich auch voll interessant, weil ich sonst auf meiner Reise höchstens 3 Tage mal nichts gegessen habe. Das heißt, für mich ist echt der Tag morgen, wo ich sage, das ist Neuland, was das Hungergefühl angehen wird. Ja, und ich meine, im schlimmsten Fall fangen wir halt an, den ganzen Scheiß hier von den Bäumen wegzufressen. Und Fallen aufzubauen, vielleicht kriegen wir eine Maus. Muss man abwarten, was da heute so geht. Ich habe tatsächlich noch gar keinen Hunger. Krass. Ganz komisch. Also echt komisch, weil ja gestern, ja, wir sind jetzt 1,5 Tage ohne Nahrung, oder? Ziemlich ja, was genau. Mir mehr Sorgen macht, ich habe seit 3 Tagen nicht gekackt. Ja, das habe ich hinter mir. Ah, wird schon kommen. Ja, solange man keine Bauchschmerzen hat. Ja. Ja, voll. Ja, wird schon. So, weiter im Wald jetzt hier ein bisschen. Diesen Bums, den kann man auch essen. Schmeckt halt wirklich so widerlich. Eigentlich ist aufgekochtes Wasser dazu ganz geil. Ich frag mich, ob das nach ein paar Tagen gut schmeckt. Bah. Bruh. So, das ist jetzt das Stellnetz von gestern und ich wundere mich ein bisschen, dass da keine Steine oder irgendwas mehr drin sind. Und man sieht hier auch die ein oder anderen Löcher. Warte, wo war das jetzt eben? Genau hier. Heißt es, dass da was drin war und Wildtiere zugange waren? Uff, keine Ahnung, aber weitermachen. Wir nehmen es als gutes Zeichen auf. Das heißt, wieder jetzt Scheiße reinpacken und dann auswerfen. Gestern ist mir aufgefallen, ich wollte hier nach Plattfischen angeln. Das ist total dumm, weil also die fühlen sich halt gängigerweise wohl im Sand, aber hier ist alles super steinig. Vielleicht findest du hier Forellen. Oh. Also wenn dir irgendjemand Fische fängt, ich bin mal gespannt. Ja, was halt super geil wäre mal zu machen, ist, dass man vielleicht eine Klippe sucht, hier mal rumläuft und schaut, ob man dann vielleicht irgendwo eine Erhöhung findet, wo das Wasser tiefer reingeht, dass man halt auch wirklich Fische da hat, weil hier ist so flach. Ah, Angelspot könnte geiler sein, aber könnte auch schlimmer sein. Wir hätten auch das Pech haben können, dass hier gar nichts abgeht. So haben wir immerhin Wasser, wo wir uns ausprobieren können. Ne? Nice. Arbeit ran da und dann weitermachen. Wir haben jetzt eben hier nochmal das ein oder andere Moos gesammelt, werden heute unser Bett nochmal schön auslegen. Hanna ist schon fleißig dabei, auch Feuerholz zu suchen. Boah, enorm. Und dann können wir mal heute Abend gucken, ob wir vielleicht nochmal Krebse abgucken, oder? Hast du Bock, Hanna? Geil. Ja, ansonsten haben wir hier die Bären entdeckt. Und sind die fett am Wegsnacken. Immerhin. Oh yes. Sind die nass geworden? Guten Morgen, Freunde. Ich bin gerade geweckt worden durch 2 Kilo Moos, die auf mich draufgeplumpst sind. Oh, weil Mann, unsere Folie hier nicht gehalten hat. Ja, wir haben den Morgen ein bisschen entspannter angehen lassen, haben uns ein bisschen noch mehr ausgeruht und ein bisschen beraten, was wir heute machen. Und während wir das gemacht haben und ich da hinten meine Hose mal hier ins Trockene geholt habe, bin ich vorhin aus Versehen einmal so reingefallen. Und dadurch hat sich dieses Ding da gelöst. Und wir dachten so, ja, fixen wir halt später. Wir ruhen uns. Du dachtest das. Ja, ich dachte. Ich dachte, wäre schon korrekt, wenn du es jetzt direkt machen würdest. Aber ja. Stimmt wohl. Okay, Freunde, ich glaube, das ist dann der Zeitpunkt, wo wir euch den Plan für heute erklären. Der Plan ist so simpel wie genial.
Actually ist der Plan ziemlich scheiße. Der Plan ist Fische fangen einfach. Der Plan ist, dass wir uns gleich ein Feuer machen, das allererste, uns Wasser abkochen, uns eine Brühe machen. Genau. Um ein bisschen Energie zu sammeln. Wir haben, ich glaube, irgendwie so zwischen 10 und 14 Brühwürfel. Wir haben, glaube ich, ungefähr 14 dabei oder 13 oder irgendwie so. Genau, also wir können auf jeden Fall die nutzen. Wir haben bis jetzt noch gar keinen benutzt. Das heißt, ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was uns nochmal Energie gibt. Ja, und wir jetzt unsere Chlortabletten ein bisschen sparen und unser Wasser erstmal abkochen. Wir haben ein bisschen geiles Feuerholz gesammelt. Das ist zwar über die Nacht wieder ein bisschen feucht geworden, aber schauen wir mal. Und dann das Thema Fische haben wir noch nicht aufgegeben. Wir werden nochmal einen Weg durch den Wald durchsuchen, versuchen irgendwie durchzukommen, ohne uns zu töten. Genau, wir werden heute auf jeden Fall nochmal mit neuer Motivation an die ganze Sache rangehen, Freunde. Und mal da hinten, also gestern sind wir quasi da lang gegangen. Und heute werden wir mal versuchen, da hinten bei diesem See links dem Fluss zu folgen. Und da geht's halt auch zum Meer. Das ist da, wo wir halt ursprünglich hergekommen sind. Mhm. Und wir nehmen uns der Challenge an. Wir machen das hier. Ich glaube, dass wir gestern ein bisschen früher schlafen gegangen sind, hat auf jeden Fall gut getan. Mhm. Generell ein bisschen ausruhen, ja. Ja, ich merke auf jeden Fall, dass ich fitter bin gerade. Hunger geht auf jeden Fall noch, würde ich sagen, gerade. Ja. Bei mir scheppert schon rein, muss ich sagen, ja. Aber man kann das aushalten, so, ne? Ja. Aber deswegen ist halt turbo wichtig, dass wir diese Fische fangen. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, schwierig. Ja. Schwierig. Also wir sind die ganze Zeit am Beraten, was wir machen, weil jeder Gang zum Meer kostet halt Energie. Und nicht wenig, Leute. Also ihr habt das ja auf den Aufnahmen gesehen. Ich denke, es kommt ungefähr auch so rüber. Das ist wirklich anstrengend. Du kriegst unten durch, du musst bei jedem Schritt ultra aufpassen. Oben drüber, dies, das. Und das müssen wir ja zweimal laufen, wenn wir hin und zurück gehen. Ich glaube, dass die Anstrengung auf dem Weg dahin ist jetzt auch nicht unbedingt das Körperliche, sondern auch das Mentale. Ne? Das darf man nicht vergessen. Okay. Also wir sind super vorsichtig, gucken, dass wir da nicht irgendwo aus Versehen ausrutschen oder so. Ja. Und das ist jetzt halt so eine Abwägung. Verbraucht man halt die Energie, weil also... Ich weiß nicht, wie groß unsere Erfolgschancen sind, Fische zu fangen. Ehrlich. Ohne Angel. Aber ich glaube generell Fischen ist schon jetzt nicht, dass man die Angel reinhält und man holt einen raus, right? Nee, auf keinen Fall. Also die Erfolgschancen sind generell gering. Aber wir machen's. Wir machen's irgendwie. Wir haben ja keine andere Option, Leute. Wir müssen irgendwas essen. Also wir wollen es wirklich 14 Tage schaffen. Und ich glaube, wenn wir es 14 Tage schaffen wollen, dann müssen wir zum Meer. Ja. 7 Tage kriegst du ja noch rum irgendwie, ne? Aber 14? Jetzt bin ich gespannt, der Shelter. Tag 3, was geht ab? Was machen wir heute? Was machen wir heute? Ich würde heute Shelter weitermachen. Ja, ja. Ja, wir angeln höchstens jetzt heute Abend vielleicht oder so, aber jetzt müssen wir erstmal Shelter weitermachen, weil das Wetter jetzt gar nicht so geil ist. Es ist sehr diesig draußen und wir wissen halt nicht, ob irgendwie demnächst ein Wetterumschwung kommt oder sowas. Deshalb muss das Ding jetzt erstmal stehen. Weil wenn es jetzt regnet, Alter, da sind wir raus, da sind wir im Arsch. Weil Wärme haben wir durch den Schlafsack, Shelter haben wir nicht, Wasser kommen wir auch schnell rein und Food ist ja an letzter Stelle, eigentlich. Mhm, erstmal noch. Ja. Deshalb muss jetzt erstmal Shelter fertig werden. So, ganz wichtig, Schlafsack immer aufhängen, der muss trocknen. Ihr seht, hier ist alles frisch Schweiß. Alles Ausdünstung. Wir haben ja ein Groundsheet aus Planer, da kommt ja auch keine Luft dran. Wärmt tut er ja trotzdem, aber wenn er jetzt richtig, richtig lange nass ist, dann schimmelt er auch irgendwann und wird richtig eklig. Hier, guckt euch das mal an, Alter. Hier. Aber das kennen wir schon, das ist normal. Aber auf jeden Fall trocknen lassen über den Tag. Wenn es nicht regnet, ne? Da sind keine Haare zu haben, ist da echt von Vorteil, ne? Wir sind wieder oben angekommen, fertig as fuck. Es wird wirklich mit jedem Mal anstrengender, ne? Aber wir müssen weitermachen. Wir müssen jetzt nämlich Trapperbetten bauen, weil wenn es jetzt irgendwie demnächst regnet, werden wir unterspült, definitiv. Das regnet überall, vorne auch. Ja. Dann ist quasi so eine Senke, wo wir liegen. Das ist richtig kacke. Und deswegen muss jetzt ein Trapperbett her. Es werden sich natürlich viele fragen, ja, warum habt ihr euch denn da hingelegt, wo es schräg ist? Weil es überall schräg ist. Ja, das ist hier überall. Es gibt keine geraden Flächen. Ja. Außer da hinten am See, aber da ist kacke. Ja. Deswegen Trapperbett. Alles wieder wegmachen, Trapperbett bauen, ganz, ganz wichtig jetzt. Und am See ist es ja sowieso auch arschvoll. Ah, okay. Und wenn es da vom Boden weg, dann ist da, glaube ich, Sumpflandschaft, da kommst du da gar nicht mehr hin. Am See ist unklug. Ja.
Oh ja, das schaffen sie das noch in der Folge? Ja, glaub schon. Das ist unser Aufmaßstock, dann wissen wir genau, wie breit das sein muss. Und jetzt sägen wir ihn ab. Das Gute ist, wir brauchen nur zwei von den großen. Ja. Wie scharf ist denn die Säge, Alter? Ein bisschen morscheren ausgesucht, weil es einfach keine richtige Traglast ist. Yo! Und selbst der Morsche ist. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Aber ist gut, ey. Guck mal die Hütte an. Not bad. So, wir haben jetzt eine Konstruktion für die Pyramide. Weil wir mussten massiv höher kommen. Oh, das ist nicht schlecht, du. Das ist richtig gut sogar. Das sieht jetzt auch gut aus, ne? Von der Höhe? Ja. Ist wichtig, der Schlafplatz muss gerade sein. Wir sind die ersten zwei Nächte zu den Füßen gerutscht, weil das halt schräg war. Ja. War uns erstmal egal, aber jetzt, das muss alles besser werden. Und das wird es auch. Wir machen kleine Schritte. Sammeln, Big Pause. Den Haufen rauf machen. Große Pause. Disneys große Pause hier. Dann den Haufen nochmal sammeln. Rauflegen, Disneys große Pause und dann ist das Bett fertig. Ja. Das ist geil, das ist richtig geil. Und dann noch Folie drauf, hast du das auch schon gesagt? Nö, und dann Folie drauf. Das ist jetzt heute dann auch noch ein Ziel. Ja, ein paar Dinger hier wären auch noch gut. Ja, viel zu tun, also Langeweile haben wir auf jeden Fall nicht. Ja. Ich habe gerade einen Baum gesägt so, einen Ast. Ich höre so, hä, was ist das? Das sind laute Mücken. Das war so, hä, okay, dann sind die voll nah dran am Ohr. Das waren Bienen, Mann. Das war ein Erzbienennest, was man komplett nicht gesehen hat. Ey, die waren auf einmal überall dran, haben direkt hier reingestochen, da sieht man die Einstichstelle. Wird schon ein bisschen rot. Dann haben wir alles abgesucht, alles cool, wir gehen wieder hin, um das zu filmen. Auf einmal hier unter der Achsel noch ein Stich. Ja, das Ding ist, glaube ich, wenn du einmal gestochen wirst, bist du auch so ein bisschen markiert für die Viecher, als Feind. Das Lustige ist, ich bin ja allergisch gegen Insektenstiche. Muss jetzt erstmal gucken, was abgeht. Alter. Geht's mir gut. Ist ja auch nicht keine schlimme Stelle, Arm und Dings. Das brennt ja richtig doll, ne? Bei uns, die Wespen oder Bienen. Ja. Vermutlich handelt es sich hier um die gemeine Wespe. Vespula vulgaris. Ah ja. Mal googeln. Gleich mal gucken, was das für Dinger sind. Vespula vulgaris. In Deutschland tun nicht so doll weh. Echt jetzt? Ja, hundertprozentig. Alter. Ich habe öfter mal, also okay, waren Wespen. Gemeine Wespen sind dafür bekannt, dass sie stechen, wenn sie sich bedroht fühlen oder ihr Nest verteidigen müssen. Wespen stechen, das sind jetzt wahrscheinlich Bienen, ne? Ja, Wespe war schon zornig, aber wenn das noch zorniger ist, Alter. Das ist ganz komisch, Alter. Oh, what the fuck? Wie viel Jeder Stich kann schmerzhaft sein und bei manchen Menschen allergische Reaktionen auslösen. Wie Bienen auf einmal rauskamen, hä? Ja, wir haben euch auch nochmal eine Aufnahme vom Nest gemacht. Das ist da immer noch am Schwirren, Alter. Wir sind noch voll in Aufregung. Da war nichts zu sehen, nichts zu hören. Na ja, gut. Richtig auf Sneaky angelehnt. Stell dir mal vor, oh Gott, nein. Stell dir mal vor, du machst dein Bett und auf einmal legst du dich hin und legst dich auf ein Nest. Tag 3, 13 Uhr. Boah, sag nicht, der hat Reaktion, allergische. Sag nicht, der hat allergische Reaktion, Alter. Seven vs. Wild Teams. Sag nicht, der hat jetzt eine allergische Reaktion und die müssen jetzt abbrechen oder so. Oh, das wäre jetzt richtig mies. Das wäre jetzt richtig, richtig mies, ey. Da hätte ich mir halt noch irgendwas mitgenommen. Falls ich gestochen werde oder so, dass ich mir was injizieren kann oder so. Weißt du, was die Ärzte halt auch machen? Oder gibt's sowas für Privatleute nicht? Wahrscheinlich schon, oder? Wenn du Allergiker bist. Naja, gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei der Folge. Und wir sehen uns dann morgen, für mich Sonntag, der 17. wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.